Jodie. Meine kleine Prinzessin. Oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's, Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Da. Weiß jemand von meinem Anruf? Nein, natürlich nicht. Nicht mal Nathan. Wäre ja schön blöd, wenn ich mich mit einer gesuchten Verräterin erwischen lasse. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Nein. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Noch einer? Ihr arbeitet mit der Army? Oh, Nathan hatte gar keine Wahl. Sie finanzieren's. Dafür fordern sie die intensive Erforschung möglicher militärischer Anwendungen. Oh Gott. Das ist ihr Sinn. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Ich muss sie sehen. Jodie, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jodie. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Hey! Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Schön. Mitkommen? Mit rein? Also da begibt er sich jetzt wirklich einen großen Ärger. Es ist ja eine Sache, wenn wir das machen, aber wir können nicht auf uns und auf ihn gleichzeitig aufpassen. Das wird ein bisschen viel. Das wird ein bisschen zu viel. Können wir vielleicht hier noch irgendwas machen? Irgendwas kaputt machen tun oder irgendwie sowas? Vielleicht haben wir auch hier noch... Nee, komm. Nee, nix. Anscheinend ist ja auch kein Bonus versteckt.
funktioniert immer. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Erlaubnisschein? Gott, ich wusste, ich habe was vergessen. Tut mir leid, alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Fuck! Okay, dieses Mal hat's also nicht geklappt. Was jetzt? Ich bin ja dabei. Machen wir's doch anders. Wir können auch so gucken, wo er ist. Treffer! Nora Gray, 7. Stock, Zimmer 43. Hey, hier ist kein Knopf dran. Nee. Schau beim Schalter am Tisch. Ja. Bitte! So, was war das nochmal? Scheiße, ich hab's vergessen. Irgendwas mit Zimmer 43, ich glaub 7. Stock. Gute Nacht. So weit, so gut. Siebte Etage, so, jetzt müssen wir noch Zimmer 43 finden. Hinter dir. Hm, da ist der Knopf. Soll ich den nicht vielleicht vorher noch mal ein bisschen ablenken? Ich könnte zum Beispiel vom Stuhl schmeißen. Licht ausknipsen oder irgendwie. Ich kann auch einfach so den Knopf drücken. Ich muss. Du musst zuerst die Wache ablenken. Wir haben hier ein Radio. Jetzt ist der Monitor kaputt. Hat irgendwie nicht funktioniert. Machen wir es normal, Junge. Das funktioniert nicht. Der lässt sich nicht ablenken. Blödarsch! Machen wir mal so, ich knipse hier an. Gott, verdammt! Boah, was ganz anderes. So, ich knipse hier an den PC aus. Boah, jetzt komm schon. Scheiße, jetzt hätte ich machen können. Verdammte Computer, wie geht was? Ja, haben schon. Perfekt. Wir haben nichts gesehen. Alles sauber. Es muss irgendwas geben. Haben wir nicht hier. Oh! So! Du guckst erstmal in eine andere Richtung. Wir wollen ja nicht bemerkt werden hier. Aber wie kriegen wir die Tür auf? Alten Knopf! Oh, den kann ich nicht drücken. Wie sieht's hier aus? War hier was? Nö. Hier war auch nichts. Ach, ficken.
Oh! Jo, du guckst auch erstmal weg. Jetzt. Kann ich das so? Ach, guck an, jetzt kann ich hier ran da alle schieben, oder wie? Komm ich nicht ran. Bin ich immer noch nicht wach. Jetzt? Bring ihn her, Eidelein. Ja, ja, ich muss ihn mal wach kriegen. Jo, lieber Onkel! Mach mal für uns bitte die Tür auf. Gute Nacht. So, die Karte nehmen wir mal mit. Ich denke mal, die können wir sehr gut gebrauchen. Müssen wir nur noch Zimmer 43 finden. Moment, ich gehe mal vor. Vielleicht haben wir noch... Scheiße. Geisteskacke machen wir Angst. Finden wir Zimmer 43 und dann weg hier. Ja, ja, aber... muss ich auf jeden Fall die Kameras wegdrehen, damit uns hier kein Schwein sieht. So... Zimmer 43. Da wollen wir mal gucken. 37. Ich komme schon gar nicht mehr weiter. Abgesehen davon war da vorne noch eine Kamera und der läuft, der Kohl, der läuft hier so rum. Jody. Gut gemacht. Jody, ich bin hier. Ja, aber hier sind Kameras. Die müssen alle ausgeschaltet werden. So, hier fehlt nämlich auch noch. Ich will unerkannt bleiben. Ach, auf der anderen Seite sind auch noch welche. Oh Mann! Hier, ich liege da voll in der Linie drin. 42, 43. Okay.
ich bin's. Jodie. Ich glaube, ich bin deine Tochter. Ich bin deine Tochter. Okay. Vielleicht können wir herausfinden, was wenigstens passiert ist. Sie war in dem... Wirklich toll, Nora. Die Mutter und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber sie ist mein Baby! Bringt sie mir! Ich hab's nie überlegt! Ich will mein Baby! Bitte! Ich will sie raus. Sehen! Bitte, bitte, lass mich zu ihr! Ich will mein... Bitte, sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Ach, du Scheiße. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Sie konnte ja nicht mal etwas dafür. Was willst du mir zeigen? Zerstör das Ding ein! Zerstör es jetzt! Weg! Oh, sie ist belegt! Mit irgendeinem Scheiß! Das geht ja nicht! Nicht damit! Und hier! Beine! Nee. Meine Kleine, meine Tochter. Ich hatte solche Angst, ich würde dich nie wiedersehen. Ich hab dich so vermisst, Joe. Ich hab dich so vermisst. Zu spät. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern. Zumindest konnte sie kurz mit ihr reden.
Ich denke mal, es ist okay, wenn wir das von ihr nehmen. Und jetzt wird es Zeit, wieder zu gehen. Aber irgendwas gibt es noch. Irgendwas... Sie ist in Ewigkeit gefangen und wartet nur darauf, dass sie stirbt. Ich weiß nicht. Ob das so gut ist, wenn ich das mache. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, sie von ihrem Leiden zu erlösen. Aber ich weiß nicht, was Jodie davon hält. Aber... ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Sorry, aber ich kann's nicht. Auch wenn es das Beste wäre, aber... Aiden will aber... Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Können wir vielleicht noch einmal verabschieden? Ich werde immer bei dir sein. Es ist ja Zeit zu gehen.